Halloween steht vor der Tür und mit ihm viele solcher Kürbisse mit geschnitzten Fratzen, wie auch dann bei uns Kirby 2.0, ich da vorstelle, der demnächst jetzt auch unseren Vorgarten hier schmücken wird und mit seinem Licht dann in der Dunkelheit für ein bisschen Gruselstimmung sorgen wird. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht geht es ja einigen wie mir. Man hat das einfach immer so gemacht, weil es war immer so. Seit hier Halloween so ein bisschen aufkommt, waren es immer die Kürbisse, die dafür genutzt wurden. Und eigentlich habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, sondern dann auch gesagt, ja okay, jetzt machen wir ein bisschen was mit, dann machen wir aber auch einen Kürbis. So, und woher dieser Brauch rührt? Keine Ahnung. Man hätte ja eigentlich auch drauf kommen können und sagen können, ja gut, man kann ja auch eine Melone nehmen, aushöhlen und was reinschnitzen. Aber es ist halt der Kürbis. Ja, und wahrscheinlich würde ich es jetzt immer noch nicht wissen und einfach das machen, was alle machen, ohne zu wissen, warum man es macht. Aber durch eine berufliche Begebenheit habe ich jetzt herausgefunden, warum es der Kürbis ist und woher das Ganze rührt. Und zwar haben wir diese Tradition als allererstes mal einem Mann namens Jack Oldfield zu verdanken. Das war ein Schurke, ein Dieb, jemand, der es mit der Wahrheit nicht so genau nahm, gerne Leute übers Ohr gehauen hat. Ja, und dieser Mann wurde irgendwann von Teufel heimgesucht, aber auch den hat er überlistet, denn auch für den Teufel war dieser Dieb noch ein bisschen zu schlau und dafür hat er dann vom Teufel 10 weitere Jahre auf der Erde bekommen. So, das ist ja nun mal schon eine feine Sache, hat sich Jack gedacht, aber als der Teufel dann nach den 10 Jahren kam und ihn erneut heimgesucht hat, wollte Jack diese Erde immer noch nicht verlassen und hat den Teufel abermals reingelegt. Und dafür hat er sich dann wirklich klugerweise, dachte er zumindest klugerweise, vom Teufel versprechen lassen, dass dieser ihn nie wieder heimsucht und dass er seine Seele in Frieden lässt. Trotzdem musste auch Jack irgendwann sterben. Und dann war die große Frage, wohin? In den Himmel konnte er nicht. Da wollte man so einen Bösewicht natürlich nicht haben und die Himmelspforte blieb zu. Aber in die Hölle konnte Jack auch nicht, wegen diesem Abkommen mit dem Teufel. Der hatte aber Mitleid mit Jack. Und so hat er ihm dann eine Rübe gegeben als Wegzehrung und zusätzlich ein glühendes Stück Kohle. Jack hat also die Rübe gegessen, quasi ausgehöhlt gegessen und hat dann dieses glühende Stück Kohle da reingegeben und hatte somit eine Laterne, die ihm auf dem Weg zwischen Himmel und Erde quasi die Geister vom Leib halten sollte. Ja, und diesen Brauch, den hat man seitens Irland dann auch übernommen. Es waren also die Iren, wie den ganzen Halloween-Brauch eigentlich oder die ganzen Sachen rund um Halloween. Viele denken ja immer noch fälschlicherweise, das kommt aus den USA, einfach weil das dort groß geworden ist und von dort hier eigentlich so übergeschwappt ist in der Form, wie sie jetzt so ein bisschen kennen. Ist aber eben nicht so. Und die Iren haben diesen Brauch mit nach Amerika gebracht. Allerdings haben sie dann in Amerika Kürbisse entdeckt. Und da diese Frucht ja wesentlich größer ist, haben sie dann statt der Rübe den Kürbis genommen und haben, um die Geister zusätzlich zu verschrecken, noch fiese Fratzen in die Kürbisse geschnitzt. Ja, und das ist jetzt eigentlich der Grund, warum wir uns zu Halloween als Dekoration den Kürbis vor die Tür stellen. Ja, ist jetzt Wissen, ob man das braucht oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich fand es jetzt ganz spannend, obwohl mich das vorher eigentlich gar nicht gereizt hat. Ich meine, wer das wissen will, kann ja auch so googeln, habe ich dann ja auch gemacht, weil ich es für was brauchte. Aber es ist einfach so, manchmal interessiert es einen gar nicht so vorab, aber wenn man es dann weiß, ist es spannend. Und genauso ging es mir damit auch. Jetzt weiß ich, Kürbis heißt eigentlich Jack o' Lantern, wenn ich mir das jetzt richtig ausgesprochen habe, bedeutet dann so viel wie Jacks Laterne oder Jack und seine Laterne. Ja, und daher stelle ich dann mein Kirby, denn bei mir bleibt da weiter Kirby, jetzt auch wieder vor die Tür und grusel damit ein bisschen rum. Wenn ihr selber Halloween demnächst feiert, vielleicht ein bisschen kleiner wegen der ganzen Corona-Sache oder noch dekorieren wollt, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Natürlich Happy Halloween und wir hören uns dann in einem nächsten Video wieder.